ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Alltag. Ich bin leider ein bisschen krank, deswegen hört sich meine Stimme vielleicht ein bisschen merkwürdig an im Vergleich zu sonst, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ich habe gesehen, wir haben ein neues Polizeigebäude. Ich habe gedacht, dadurch, dass mein Job bei McDonald's jetzt ja weg ist und in den letzten Folgen ja sämtliche Sachen, sowohl der McDonald's als auch meine Wohnung abgebrannt sind, wäre es vielleicht mal eine Alternative, sich hier nach was umzuschauen. Ich bin ja auf der ewigen Jobsuche, deswegen vielleicht ist die Polizei mein Freund und Helfer. Man kann ja mal gucken. Okay, hier ist eine Menge abgesperrt. Komme ich hier vorbei? Ich glaube schon. Ich kann hier, glaube ich, durch. Ich höre hier schon wieder... Oh Gott, wo komme ich denn hier lang? Wo komme ich denn... Oh, schönen guten Tag, Herr Polizist. Suchen Sie vielleicht noch neue Mitarbeiter? Haben Sie Stellen offen? Ich bin interessiert an irgendwie einer Arbeitsstelle. Nein. Also, nein, selbstverständlich nicht. Ich... Okay, nein, ich habe nur gedacht, falls Sie vielleicht einen Assistenten brauchen, jemanden zur Unterstützung bei Ihrer Arbeit. Sie schießen hier Dartpfeile, sehe ich? Genau, ich muss 10 schießen. Genau, Sie müssen 10 schießen. Genau, da muss wahrscheinlich auch viel Konzentration mit reinspielen und so. Und dann haben Sie vielleicht nicht die ganze Zeit, sich um alle Aufgaben zu kümmern. Ich habe keine Polizeischule gemacht, aber ich habe bei McDonald's gearbeitet vor einer Weile. Und ich habe auch... Sie erinnern sich vielleicht, der McDonald's ist ja dann abgebrannt. Aber McDonald's, wissen Sie, wie man Burger macht? Ich weiß, wie man Burger macht. Perfekt. ganz oben links im Aufzug, die suchen noch jemanden, der Burger machen kann für Mittag. Ja. Oh, genau, da würde ich mich da einfach melden. Ansonsten gibt es sonst noch irgendwelche offenen... Oh, okay. Ja, hier ist unsere Uniform. So, passt, alles klar. Das passt alles. Oh, das, vielen Dank. Wie komme ich denn hier hoch? Hier ist ja abgesperrt. Da hinten der Aufzug, der funktioniert noch. Alles klar. Schau, die ganze Zeit drin rumlungert. Okay, dann wünsche ich noch viel Erfolg hier beim Dartpfeile schießen. Für Vietnam. Genau, für Vietnam. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, das hier ist der Aufzug. Wie hoch muss ich fahren? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir fahren jetzt erstmal nach oben. 14. Und was gibt... Der Aufzug hier ist tatsächlich echt schick gemacht, muss man mal dazu sagen. Also, dann hätte ich vielleicht mal ein ordentliches Arbeitsgebäude. Bei McDonald's herrschte nicht so ein gutes Klima. Was haben wir denn hier alles? Okay, ein Aquarium. Es ist schön ausgestattet. Also, das muss man den Leuten von der Polizei lassen. Hier ist auch... Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Es wirkt so, als wären das hier hinten die Gefängnisbereiche. Kann ich mir das angucken? Darf ich hier rein? Hier ist eine Zelle. Oh Gott, nee, hier will ich absolut nicht rein. Da komme ich ja nicht mehr raus. Okay, machen wir die Tür wieder zu. Ich glaube, hier soll ich durch. Die Leute suchen hier... Ganz ruhig, Hände hoch! Alle Ihre Wertgegenstände abgeben! Ich hab hier nur die... Alles abgeben! Die Sachen, die mir... eben auch beim Empfang gezeigt wird. Ich bin hier für die neue Stelle. Gehen Sie durch den Metalldetektor. Nochmal, rückwärts. Jetzt nochmal, seitwärts. Seitwärts? Nochmal links, rückwärts, umgedreht. So? Ja. Okay, alles gut? Ne, und jetzt nochmal zurückgeben. Okay, nochmal zurück. Jetzt nehmen Sie Ihre Kleider und drehen die um und dafür geht es nochmal durch. Okay. Ich gehe einfach durch. Haben Sie irgendwas, haben Sie einen Gürtel oder Armbänder oder irgendwas Metallisches? Nee. Nochmal durchgehen. Augenlinsen, irgendwas. Keine Augenlinsen, Kopfhörer habe ich auf. Haben Sie eine Leiche oder so, bis ich in der Jacke drin? Nee, gerade nicht. Ah, okay, perfekt. Ja, dann. So, dann haben Sie jetzt immer... Passt alles? Genau. Ich soll hier einen neuen Job anfangen. Ja, melden Sie sich bei dem guten alten Johnson. Der Johnson da drin. Der Johnson. Hier drin. Der macht das dann. Das ist Waffenraum. Ist verboten. Oh, okay. Entschuldigung. Wo muss ich denn hier hin? Einfach hier in den nächsten Raum? Ja. Okay, hier ist der Johnson, sagen Sie. Hier ist nämlich gar keiner hier drin. Hey, nicht da. Das ist die Polizeitoilette. Oh, hier. Okay. Entschuldigung. Die Polizei steht. Oh, alles klar, richtig. Hier, schönen guten Tag. Machen Sie die Tür zu, bitte. Sie sind Johnson, ist das richtig? Jo, mein Name ist Johnson. Bitte, das freut mich sehr. Genau. Ich bin hier, um eine neue Stelle anzufangen. Und zwar, ich habe einige Qualifikationen. Die Kamera, das wird hier aufgezeichnet. Oh, es ist direkt ein Bewerbungsvideo, nehme ich dann an. Ja, Bewerbungsvideo. Das sind meine Dolby Surround Videos, hier Videokameras. Oh, das ist schön. Ja, das sind meine Boxen. Ja, die haben das sehen verdächtig aus wie Waschmaschinen. Aber lassen Sie sich da von mir nichts einreden. Ich wollte gerade sagen. Das kann, ich bin wahrscheinlich einfach nicht vom Fach und dann kann ich da... Ja, gut, auf jeden Fall. Was haben Sie denn für Qualifikationen? Hallo, Herr Johnson. Haben Sie eine neue Aufgabe für mich? Ja, kommen Sie mit.
Ja, die hi, Toilette. Hi. Machen Sie die? Ich bin der Michael. Ich bin der Junge, 100%. Oh, hi. Hi, Michael. Oh, man darf hier nur als Junge arbeiten? Naja, also. Danke für den Tipp. Ja, okay. Bis dann. Okay, das heißt, okay. Kann ich mich irgendwie verstellen? Ich sehe nicht so sehr aus wie ein Mädchen, oder? Wenn ich meine Stimme einfach ein bisschen tiefer mache und dann. So. Genau. Was waren denn die Anforderungen? Also, ich habe hier verschiedene Qualifikationen, selbstverständlich. Erkältung. Tut mir leid. Nein, alles. Okay. Ja. Also. Was haben Sie denn für Qualifikationen? Ich habe gearbeitet bei McDonald's. Ich habe zuvor gearbeitet, komplett in einer anderen Stadt. Bin dann hier rübergezogen, ja. Und habe McDonald's gearbeitet, der abgebrannt ist. Also ich richtig. Jetzt nicht, dass Sie da unbedingt wirklich qualifiziert sind. Ich war da vorne mit dabei bei der Verbrennung. Abonniert mich, teilt das mit euren Freunden. Ich führe auch schon seit langen Zeiten. Einen Kampf gegen diesen Typen, also ich bin da jetzt schon länger. Ist komplett durchgeknallt. Fragezeichen. Deutsch, HD, HD plus 4K. Du bist Abschaum! Genau. Mit dem habe ich auch schon immer Ärger. Der ist ab und zu in meiner Wohnung gewesen und der war dann auch an besagtem Tag im McDonald's. Ich habe den nicht in meine Wohnung reingelassen, der war auf einmal da. Und wegen dem ist natürlich auch der McDonald's abgebrannt. Wissen Sie das überhaupt? So gut, also so, da war ich führend in der Erfahrung. Ja, andererseitige Erfahrungen. Haben Sie Führungskräfte irgendwie so? Ich war immer schon eine führende Kraft. Ich habe gute Erfahrungen im Blaubeermuffins backen. Ah, ja, okay, und ich habe auch. Toilettenputzen oder so? Nee, Toilettenputzen habe ich leider absolut keine Erfahrung. Und das würde ich auch einfach nicht machen. Ja, doch, kommen Sie nein. Mit, weil der nein. Der ist ein bisschen ditch, der weiß ich werde keine Toiletten putzen, nein. Aber hier, genau, da bietet sich doch jemand an. Was für ein verrückter Zufall, Herr Adriana. Aber das kleine Kind Toilettenputz oder was? Ja. Sehen Sie doch, sie ist doch ganz begeistert. Ich kann nichts dafür, also wenn sie einfach so engagiert ist und unbedingt arbeiten möchte. Aber sie wollen nicht die Dreckarbeit machen. Selbstverständlich. Als ich hier angefangen habe, da habe ich die Toiletten gebaut. Das ist ja sehr schön für sie, aber da bin ich leider einfach nicht interessiert dran. Ich hätte gerne direkt einen Job mit einem hohen Gehalt. Das ist kein Hund, das ist ein menschliches Wesen. Und, genau, Adriana. Ja. Und genau, dann hätte ich einfach, ich würde ab und zu die Pflanzen vielleicht hier im Büro gießen, wenn es sein muss. Ja! Pfeifen Sie Ihren Hund zurück! Gehen Sie raus! Ich glaube, ich habe da wirklich wenig Macht drüber. Aber Sie sind einverstanden? Ich bin eingestellt? Kommen Sie mit. Also, ich werde Sie jetzt erst so. Ich glaube, ich werde Sie erstmal auf Streife schicken. Sie müssen. Sehr gerne. Was muss ich tun? Soll ich jemanden verfolgen? Verfolgungsjagd? Ich werde ihn jemanden rufen, der sich um Sie kümmert, der Sie etwas einlässt. Also ja. Einen Kollegen. Ich habe auch einen Führerschein. Gar kein Problem. Ich kann auch fahren. Ich glaube nicht, dass Sie einen Führerschein haben. Tut mir leid. Sie sehen nicht so aus und klingen auch nicht so wie jemand, der kompetent dafür ist. Auf der Johnson. Wir haben einen Code Rot. Code Rot. Kümmern Sie sich. Wir werden angegriffen. Die Vietnam greifen an. Die Vietnam. Aber Sie haben doch trainiert für Vietnam, oder nicht? Okay, hören Sie mir zu, Sie sind jetzt zuständig für die ganze Station. Für die Station hier oben. Genau, reden Sie mal mit Ihren Mitarbeitern, wir müssen jetzt in den Krieg ziehen. Alles klar, viel Erfolg bei Vietnam. Okay, hier ist einfach auch keiner. Also, das hier ist ein Kind. Das hier ist einfach, das ist ein Kind. Hallo? Hallo. Ich bin der Polizeimeister hier. Wer? Wo? Hier. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin aus Pappkarton. Sind das? Kleiner, wie alt bist du denn? Ich bin 3. Du bist 3. Aber, also. Und das ist okay, dass du hier arbeitest? Ja, meine Mama sagt, das ist okay. Deine Mama sagt, das ist okay. Wo wohnt denn deine Mama? Kann man da vielleicht mal mit dir reden? Ja, nachher. Nachher? Komm, du hast einen Einsatz. Was mal leitest du denn? Ich soll mich jetzt hier um die Station kümmern, wenn du möchtest, da. Ich kann kein Spanisch. Das ist kein Spanisch. Nein? Okay, es ist sehr verwirrend. Okay, ich gucke jetzt einfach mal hier. Ist hier irgendwas in dem Büro noch, was mir vielleicht helfen kann? Irgendwelche Unterlagen, irgendwelche. Hier ist zum Beispiel gerade nämlich eine Waffe. Da kann ich doch einfach mal gucken, dass ich. Polizeiofficer Holzkopf, kommen Sie mit. Ich soll mich hier eigentlich um die Station kümmern.
Ja, ja, Mann, ich bin der Polizeiofficer. Sie lösen mich. Ah, okay, gut, dann folge ich Ihnen gerade. Das ist der Gula, der Mikey. Hi. Der ist ja immer okay. Relativ böse drauf. Der Mikey. Okay, schön dich kennenzulernen, Mikey. Das hier ist. Wer? Ja? Der Uta. Der ist ein bisschen. Wir nennen ihn immer unsichtbarer Uta. Okay. Weil er ist so dünn. Ja, ist mir auch aufgefallen. Er wirkt hier sehr bestimmt, der Kamerad, der Kollege. Ja, der ist beim Zebrastreifen für Ampel tätig. Das habe ich direkt erkannt. Also wirklich, die Zeker. Mhm. Die Handgeste, perfekt. Ja, jo, doch, ja, da komm ich mit. Wirkt sehr qualifiziert. Der haut immer gerne ein bisschen kälter. Okay. Dem ist ja warm, weil der joggt sehr viel. Der joggt? Ja, Tatsache. Ja, der macht extra viel Belüftung. Okay, dann. Okay, ja, gut. Das sind die Mitarbeiter des Monats, das sind die besten. Mhm. Die beiden wirken jetzt eher, aber nicht so. Also. Ja, ich mache immer Nachtschicht, Nachtpatrouille. Ah, die habe ich nämlich noch nie gesehen hier in der Region. Also noch gar nicht. Aber wenn die sich nachts drum kümmern, dann. Der Krapfen, der ist doch immer ein Donut. Dann passt es. Hier, mit dem kleinen Jungen hier, ist das alles rechtens? Welcher Junge? Hier war doch gerade noch ein Junge. Hä? Also ich habe hier gerade noch, ich habe mit einem kleinen Kerl geredet, meinte 3 Jahre ist er alt. Aber seine Mama meinte, es ist okay. 18 ist Mindestalter. Da halten sie sich auch dran. Sind doch 18, oder? Ich bin 20. Ah, ich dachte 15. Oh. Ich muss los. Wiedersehen. Okay, das ist beunruhigend. Aber ich glaube, das ist alles in Ordnung. Wir sind hier noch, auf der Station, nichts ist passiert. Es ist draußen auch eigentlich überraschend ruhig dafür, dass wir Krieg gegen Vietnam führen. Ich glaube, theoretisch ist der McDonald's gar kein schlechter Referenzwert. Der brennt sogar immer noch. Hier, schaut, das ist... okay. Hallo? Ja, okay. Ey. Hallo? Ja, Praktikantin, aus der Hilfe, komm raus. Ja, klar, ich bin auf dem Weg. Ich bin doch auf dem Weg! Los. Oh! Mach die Tür auf. Die hier hinten. Ja, mach die Tür auf. Detlef. Da in den Raum gehen. Geh rein. Ja. So. Okay. Hey. Dieser Kranke. Ja. Hallo. Hi. Ja, na, lang nicht mehr gesehen. Boah. Wir werden ihn jetzt erstmal bewachen. Okay. Für was ist er denn eingesperrt? Also, muss ich irgendwas verhören? Gibt's da, Die Frage ist, für was ist er nicht eingesperrt? Okay. Was ist denn das Motiv? Also, was ist denn seine direkte Anklage? Das ist Geheimhaltung. Und ich stehe jetzt einfach hier vor und bewach den. Ja. Okay. Und wenn Sie warum bist du im Gefängnis, Detlef? Ameisen. Wegen Ameisen. Aber Ameisen sind doch jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ich mache ein paar Telefonstreiche und so und dann ja. Ameisenkuchen. Ameisenkuchen? Was ist denn... Ameisenkuchen? Hallo. Was soll denn Ameisenkuchen sein? Ja, ist sau witzig, dass wir hier durchgucken können, hä? Na! Officer? Achtung, entschuldigen Sie, aber der Gefangene, der ist ausgebrochen. Wo sind Sie denn? Hier. Ich hab Ihnen gesagt... Ich war doch nicht im Raum mit ihm. Er hat auf einmal gerufen, Teleport, und dann war er weg. Kommen Sie her. Schauen Sie sich das mal an. Wie soll der hier bitte schon wegkommen? Der hat gerufen, Teleport, und dann war der... guter Mann, können Sie mich gerade rauslassen? Der hat gerufen, Teleport, und dann war er weg. Bitte, hier sind doch überall Überwachungskameras. Ja, zum Glück ist die endlich eingesperrt. Was? Ja, ja. Ich hab mir schon Angst gemacht. Ich war einfach nur hier kurz... Als ob so ein Kerl wäre. Na! Doch, na! Obwohl, ich so. Wie viele Jahre hat das? 80? Oh ja. 80? Ich kann doch nicht in der Polizei. Hä? Stopp! Was ist das überhaupt für ein Gefängnis? Wieso habt ihr überhaupt ein Gefängnis in der Polizei? Hey, lasst mich raus! Ey! Hallo? Das kann doch nicht sein! Hier ist ein Skelett! Warum ist denn hier ein Skelett? Ich meine, immerhin habe ich eine Waschmaschine hier, schätze ich mal. Aber ob die an den Strom angeschlossen ist und ob ich hier irgendwo Waschpulver habe, weiß ich jetzt auch nicht. Und. Hä? Ich kann doch jetzt nicht in der Gefängniszelle leben. Ich habe doch nichts gemacht. Das Detlef sich rausteleportiert, ist doch nichts Neues. Oh. Okay, gibt es hier irgendeinen Weg rauszukommen? Das kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie rauskommen. Kann ich hier ich kann vielleicht die Fenster einreißen. Hi. Momentchen. Hi. Hey, du. Hi. Sieht aus wie eine Profiverbrecherin. Wir suchen neue bei der Mafia. Ja, richtig. Ja, sicher. Deswegen bin ich auch eingebuchtet. Das ist kein echtes Gefängnis.
Ich werde wieder gerne Spielzimmer. Richtig. Wenn niemand weiß, was hier ein geheimer Ausweg ist. Oh, wo ist denn der geheime Ausweg? Das kostet dich etwas. Ich würde gerne bei der Mafia arbeiten. Tja. Wenn sie Leute suchen. Tja, wir suchen aber niemanden. Okay. Geheimer Ausgang. Es gibt einen geheimen Ausgang. Das ist gut zu wissen. Vielleicht unter der Waschmaschine. Oh! Ich bin ja so clever. Ich bin ja so clever. Komm ich hier runter? Komm ich hier irgendwie runter? Hi! Kannst du mir sagen, wie man aus dem Ausgang hier rauskommt? Ich komme hier nämlich... Also, der ist irgendwie komisch schmal und... Du bist da einfach reingefallen? Ja? Aber irgendwie, ich... Bei mir geht das nicht. Ja, also... Ich weiß, ich habe ein bisschen zugenommen in den letzten Tagen, aber... Oh! Okay! Dann... Danke! Danke! Okay, dann fliehen wir jetzt. So, zack. Hier ist ein kleines Tor, das können wir einfach abbauen. Da können wir durch. Okay. Oh mein Gott, jetzt müssen die anderen... Müssen ganz ruhig sein. Sonst kriegen die wahrscheinlich... Oh, ich habe die Tür nicht zugebaut. Ich habe den Geheimgang nicht zugebaut. Verdammt. Ich baue jetzt hier die Waschmaschine rein. Okay, der lenkt bestimmt noch die Leute ab. Wie komme ich denn hier raus? Ich muss doch hier irgendwie raus. Jetzt... Oh, warte, hier. Moment. Hier, ich werde wahrscheinlich sterben. Oh nein, ich bin nicht gestorben. Okay. So, zack, dann geht's jetzt hier. Der Aufzug ist nicht da, das heißt, ich renne. Oh, warte, ich kann die Treppen benutzen. So, zack, okay. Ich entkomme. Das ist nämlich hier. Ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie bin ich jetzt hier noch rausgekommen und dann renne ich hier aber so schnell wie. Oh nein, hier ist jemand. Oh nein. Bitte. Das ist alles ein großes Missverständnis. Oh mein Gott, jetzt schießt der auch noch. Ich muss hier weg. Ah! Nein, jetzt gehen sie wieder weg. Was? Oh ja, da war noch jemand. Ja, der hat den bestimmt abgelenkt. Okay, wenn ich jetzt hier einfach schnell Richtung Brücke losrenne, kann ich mich da vielleicht verstecken. Okay. Hier wird mich niemand finden. Hier bin ich absolut in Sicherheit. So. Gott, wieso? Wieso wurde ich denn jetzt eingesperrt? Was läuft denn da falsch bei der Polizei? Ich wollte doch einfach nur... Moment, ich kann vielleicht hier diese Zäune, die ich dabei habe, einfach noch davor bauen. Dann habe ich noch eine bessere Schutzsicht hier. So, zack. So, das sieht er nämlich nicht. Der kann er mich nämlich gar nicht erkennen. Dann ist der erste vorbeigelaufen, der zweite scheint mich nicht mehr zu suchen. Der hat irgendwie wahrscheinlich einen Disput mit seinem Kollegen gehabt. Und ich würde sagen, ich komme hier heile raus. Jetzt ist, glaube ich, auch die Suche nicht mehr unbedingt aktiv. Ich muss irgendwie zu meiner Villa finden. Beziehungsweise, nein, nicht wirklich zu meiner Villa, aber in der Villa, wo ich mit Flo und Tops zusammen wohne, weil das Haus jetzt hier abgebrannt ist. Ich habe aber keine Ahnung, in welche Richtung die ist, weil ich einen Orientierungssinn habe von einem Goldfisch, seien wir ehrlich. Tops? Hi. Hi. Weißt du, was witzig war? Ich habe den Vermieter habe ich beim Polizeidingen eingesperrt. Ja. Hallo, Detlef. Hi, ja. Detlef, okay. Telefon. Nein! Oh, warte, Tops, du bist hier. Ich habe schon wieder gedacht, dass ich wieder in irgendeinem... Ich habe erst gedacht, der Jump Boost, vielleicht hat er sich was anderes ausgedacht, aber... Nee, das ist Detlef. Detlef ist nicht sonderlich, naja. Aber gut, wir sind da ein Stück weit... Was hast du erzählt mit der Polizei? Ich war da auch gerade, es ist ganz verrückter Laden, ganz kriminell. Weiter, dann hieß es, ja, du bist jetzt der Neue, und dann war ich da kurz tätig und dann war der Vermieter da, wollte mich anzeigen, dann habe ich den Vermieter einfach eingesperrt und bin abgehauen. Okay, die haben mich eingesperrt, ich habe hier, Detlef war da und dann haben die den eingesperrt und... Oh mein Gott, wie spät haben wir es? Wieso, was ist denn... Oh, ich war gerade bei... Okay, wenn ein Alien nach mir fragt, ich bin nicht zu Hause. Ein was? Ein Alien? Weißt du, wovon er geredet hat? Ich habe keine Ahnung, aber wenn wir wieder zurück zur Villa gehen? Ja, gern. Jetzt wäre langsam besser, weil... Ach, ja. Ich weiß nicht. Man kann sich einfach auf nichts verlassen. Die Polizei? Die Polizei sollte dein Freund und Helfer sein. Warum sind die denn auf einmal so gegen uns? Ja gut, eigentlich sind sie meine Freunde.
Helfer, weil die haben geholfen, den Vermieter einzusperren. Na, die haben Detlef erst eingesperrt, da habe ich noch gedacht, okay, meinetwegen, vielleicht kümmert sich jetzt endlich mal jemand drum. Aber dann ist Detlef geflohen mit Teleport und... Hallo. Hi, Adriana. Ja. Was? Was ist was mit ist denn los? Ach, ich glaub, sie vermisst einfach nur ihr Haus. Wo wohnt Adrian jetzt eigentlich? Hast du eine Ahnung, wo die jetzt wohnt? Nee. Ich glaube sie auch nicht. Adriana, wo bist du denn jetzt? Oh, kann die Adriana nicht bei uns wohnen in der Villa? Vorübergehend? Guck mal, die Arme, guck mal, die hat überhaupt gar keinen Platz zum Leben. Die Arme, das tut mir richtig leid. Du machst keine dunklen Rituale, ob du schwörst sonstige Viecher. Okay, guck, gut. Ist sie dabei. Oh. Ja gut, aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Und es ist auch irgendwie ein anderes Gefühl, als in die blöde Wohnung vom Vermieter immer rein zu müssen. War das? Also, Adriana war das. Ich hab grad gedacht, das ist irgendwie... Na, das war nur Adriana. Ja. Okay, ja dann, vielen Dank, du. Ich hätte wahrscheinlich nicht alleine zur Villa gefunden. Gut, dass du vorbeigekommen bist. Ich war auch gerade auf der Flucht irgendwie. Okay. Ja, genau. Wichtiger Punkt. Das ist Gisela. Das ist Gisela, die ist öfter hier. Ich war noch nicht so oft in der Wohnung. Das ist ganz freundlich. Oh, das ist ja schön. Ja. Okay. Ja gut, dann man sieht sich. Mein Zimmer, bitte anklopfen, wenn du reinkommst. Ja, danke. Mhm. Das war's dann auch für diese heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann guckt weitere Folgen Alltag an hier oben und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis nächstes Mal. Ciao.